Hörspielprojekt.de, die Community für Hörspielmacher. Es war ein stürmischer, verregneter Abend im Jahre 1614. Der Wind heulte und der Regen hatte die Erde abseits der Straßen in einen schlammigen Morast verwandelt. Ein junges Bauernmädchen stieg den steilen Weg zum Schloss hinauf. Es war ihre große Chance. Heute sollte sie in die Dienste der Gräfin Báthory treten. Endlich! Da vorne ist das Schloss und so weiter. Ich bin vollkommen durchnässt. Dort mit dem großen Eisen muss ich. Guten Abend. Folgen Sie mir. Die Gräfin erwartet sie schon. Gräfin, die junge Frau, die sie erwarten, ist soeben eingetroffen. Ah, führe sie herein. Sehr wohl. Die Gräfin lässt bitten. Danke. Komm näher, mein Kind. Ach, du bist ja völlig nass und durchgefroren. Zieh deine Sachen aus. Ich lass dir neue Kleider bringen. Gräfin haben geläutet? Ja, bring dem Mädchen neue Kleider. Sofort, Gräfin. Ich eile. Setz dich so lange auf das Fell vor dem Kamin. Dort kannst du dich wärmen, bis die Kleider gebracht werden. Danke, Gräfin. Die gewünschten Kleider, Gräfin? Leg sie dort ab, dann kannst du gehen. Wie ihr wünscht, Gräfin. Zieh die Kleider an. Johann wird dir dann dein Zimmer zeigen. Eilig zog sich das Mädchen die neuen Kleider an. Dann folgte sie dem Diener durch mehrere Gänge des Schlosses bis hin zu einer gemütlich eingerichteten Kammer, wo sie allein zurückblieb. Das Mädchen setzte sich auf das Bett und sah sich um. Jetzt bin ich hier. Und ich habe meine eigene Kammer und neue Kleider. Oh, dieses Bett ist so wunderbar weich. Nicht wie meine Strohmatte zu Hause. Ich soll für die Gräfin ein Bad vorbereiten und Sie sollen dabei helfen. Das ist eine der Arbeiten, die Sie demnächst übernehmen werden. Oh, wie die Gräfin wünscht. Die
Hier in der Kammer, neben der Küche, steht die große Holzwanne. Sie entzündeten ein Feuer im Kamin. Danach erwärmten sie Wasser auf der Kochstelle in der Küche und füllten damit die Holzwanne. Es wird langsam warm in der Kammer. Und die Wanne ist auch schon fast voll. Es fehlt nur noch eine Kleinigkeit. Aber das Wichtigste für das Bad der Gräfin... Und das wäre? Du, mein Kind. Wie meinen Sie das? Und was wollen Sie mit dem Messer? Die Gräfin braucht Blut. Dein Blut. Für ihre ewige Schönheit. Nach einem kurzen Handgemenge schlug der Diener hart zu. Ohnmächtig fiel das Mädchen zu Boden. Der Diener hob den regungslosen Körper an den Rand der Holzwanne. Er setzte das Messer am Hals an und schnitt gekonnt an der Halsschlagader entlang. Das Blut des Mädchens ergoss sich in die Wanne und färbte das Wasser rot. Zur gleichen Zeit saßen im Gasthaus des Dorfes noch der Bauer, der Schmied und der Wirt an einem Tisch zusammen. Hey, Wirt, bring noch eine Runde. Meine Tochter ist jetzt auf dem Schloss und lernt, wie man eine vornehme Dame wird. Wenn ich an die ganzen Geschichten denke, die man vom Schloss hört, würde ich mich an deiner Stelle nicht so freuen. Wieso? Was sagt man denn so? Hier das Bier. Wie? Du hast noch nichts davon gehört? Es wurden doch immer wieder junge Mädchen auf das Schloss gebeten und die Eltern haben nichts mehr von ihnen gehört. Einige haben bei abendlichen Spaziergängen immer wieder Todesschreie vom Schloss gehört. Die Gräfin muss ein wahres Monster sein. Ach, das sind doch alles nur Gerüchte. Lasst uns feiern. Kommt, stoßt mit mir an. Prost! Die Männer wechselten das Thema und tranken ihr Bier. Plötzlich wurde die Tür zum Wirtshaus aufgestoßen. Der Pfarrer stürzte aufgeregt herein. Ich war zu Besuch im Nachbardorf. Auf dem Rückweg kam ich am Schloss vorbei. Gerade in dem Moment hallte ein markerschütternder Schrei aus dem Gemäuer. Es war die Stimme einer jungen Frau. Es klang entsetzlich. Meine Tochter, ich muss sofort zum Schloss. Hoffentlich ist es noch nicht zu spät. Wir werden dich begleiten. Ich komme auch mit. Es muss endlich geklärt werden, was an den Gerüchten dran ist. Die vier Männer bewaffneten sich mit dicken Knüppeln und machten sich auf den Weg zum Schloss. Der Regen hatte immer noch nicht aufgehört und so waren die Hosen und Mäntel der Männer völlig verdreckt und mit Schlamm bedeckt, als sie das Ende des steilen Pfades erreichten. Schließlich standen sie vor der großen Eingangstür des Schlosses. Sofort aufmachen! Guten Abend. Was wünschen Sie zu dieser späten Stunde? Lass mich vorbei, du alter Narr! Aber meine Herren, was erlauben Sie sich? Ich will meine Tochter sehen und jetzt zur Seite mit ihr. Die Männer überwältigten den Diener und eilten ins Schloss, um das Mädchen zu finden. Schon nach kurzer Suche öffnete der Bauer die Tür zu der Kammer mit der Holzwanne. Die Gräfin war noch beim Baden. Der leblose Körper der Bauerntochter lag neben der Wanne auf dem Boden. Nein, meine Tochter! Batori, du Hexe, dafür wirst du büßen!
Was erlaubst du dir? Weißt du eigentlich, mit wem du sprichst? Mit einer Mörderin! Einer grausamen Bestie! Du wirst niemanden mehr töten! Ah! Hilfe! Ah! 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 Wieder und wieder schlug der Bauer gnadenlos mit seinem Knüppel auf die Gräfin ein. Schließlich wurde ihr Körper schlaff und versank fast vollständig im roten Badewasser der Wanne. Durch den Lärm alarmiert, eilten der Wirt, der Schmied und der Pfarrer herbei. Was ist passiert? Sie ist tot. Meine Tochter ist tot. Es gab ja viele Gerüchte, aber das hätte ich nicht erwartet. Sie hat also die ganzen Mädchen getötet, um in deren Blut zu baden. Was ist mit der Gräfin? Ist sie tot? Nein, sie scheint nur ohnmächtig zu sein. Nehmt sie mit. Die Richter werden entscheiden, was mit ihr passiert. Bei der Gerichtsverhandlung konnten Elisabeth Báthory aufgrund von über 300 Zeugenaussagen mindestens 80 Morde nachgewiesen werden. Sie wurde im Turmzimmer ihres eigenen Schlosses, bei lebendigem Leib, eingemauert. Der Diener und die Kammerzofe wurden zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt. Und nun hören wir noch ein paar abschließende Worte des Pfarrers. Ist die Gräfin tot? Ist die Gräfin tot? Ist die Gräfin tot? Die Gräfin ist tot, aber tot ist er mausetot. Scheibengleister. Ist die Gräfin tot?